Portugal ist ein Land, das eine so glorreiche Geschichte zu bieten hat, wie sie wohl nur wenige Länder ihr eigen nennen können. Es handelt sich um ein relativ kleines Land, dessen Bevölkerung in 800 Jahren von 1 Million auf 10 Millionen angestiegen ist. Während dieser Zeitspanne hat Portugal auch seine politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber anderen europäischen Ländern behauptet. Aber auch die Kolonisation, Immigration und der Handel haben dazu beigetragen, dass diese Nation in allen Teilen dieser Welt ihre Spuren hinterlassen hat. Portugal war auch ein Pionier hinsichtlich vieler historischer Entwicklungen der europäischen Welt. So gründeten die Portugiesen den ersten Nationalstaat der modernen Welt. Mit Grenzen, die seit 1229 definiert waren, als Alfons III. Die Algarve von den Mauren eroberte. Ein Jahrhundert später waren die Portugiesen die Pioniere der Entdeckungen auf dem Seeweg und der Kolonisation der Atlantischen Inseln. Im 16. Jahrhundert haben sie Brasilien, den Seeweg nach Indien und ganz Asien entdeckt. Lusitanien. Die Wiege Portugals. Zur Zeit der Besetzung der Iberischen Halbinsel im Jahr 218 vor Christi beherrschten die Römer fast ganz Hispanien. Aber im Westen der Halbinsel stießen sie bei den Lusitaniern, dem Volk, das Lusitanien bewohnte und in der Region zwischen den Flüssen Rio Douro und Rio Guadiana gelegen war, auf sehr großen Widerstand. Ihr Anführer Viriatu war ein kriegerischer Hirte, der das Pferd ritt, das heute allgemein als Rasa Lusitana, lusitanische Rasse, bezeichnet wird. Und das älteste Reitpferd der Welt ist, eine Waffe im Kampf gegen die Römer. Dieses Pferd wurde der Schrecken der Römer, Terror Romanorum genannt. Viriatu ist das Symbol für die lusitanische Unabhängigkeit. Er war einer der größten Kriegsherren der Antike. Später kam es zur Invasion der Iberischen Halbinsel durch die Mauren, die sich dort über mehrere Jahrhunderte hinweg aufhielten. Der erste König von Portugal, Alfons I., der Eroberer. Im 12. Jahrhundert, nachdem der französische Herzog Wilhelm aus der Normandie England invadiert hatte, begann ein anderer französischer Herzog, Heinrich von Burgund, seine Besitztümer in den Westen der Iberischen Halbinsel auszudehnen, wo Christen gegen die Mauren um den Besitz der Länder kämpften. Im Jahre 1128 wurde sein Sohn, Alfons I., zum ersten König von Portugal gekrönt. Alfons I. wurde der große Mentor der nationalen Unabhängigkeitsbewegung, nachdem er im Jahre 1128 eine Revolte gegen die Regierung seiner eigenen Mutter, die Gräfin Doña Teresa von Kastilien, in der Schlacht von Saint-Mamed beim Schloss von Guimarães angeführt hatte. Er übernahm dann die Regierung der Terra Portucalense, dem Land, das zwischen den Flüssen Rio Minho und Rio Mondego lag. Die Bezeichnung Portucalense kommt von Portucale, dem lateinischen Wort Portus und Cale, eine an der Mündung des Douro gelegene Siedlung, heute Vila Nova de Gaia. Dom Alfonso Henriquez verteidigte das Christentum gegen die Mauren und aus diesem Kampf, in dem er mit der Unterstützung der Kreuzritter und der aus Nordeuropa gekommenen Templer rechnen konnte, ging die Erweiterung seines Staatsgebiets hervor, indem er Städte wie Lissabon und Santarém eroberte. Der erste König von Portugal war ein zäher Krieger und ein geschickter Politiker. Er regierte 57 Jahre lang. 1185 starb er und wurde in der Kirche von Santa Cruz de Coimbra begraben. Dom Dinis und Rainha Santa Isabel. Die heilige Elisabeth war nicht nur eine außergewöhnliche Schönheit, sondern eroberte die Herzen ihres Volkes vor allem durch Barmherzigkeit und ihre gütigen Gaben, die sie den Armen und Bedürftigen zukommen ließ. Gegen den Willen ihres Gatten Dom Dinis und heimlich hinter seinem Rücken pflegte sie den Armen Brot und Geld zu geben. In diesem Zusammenhang ist auch die Legende des Rosenwunders entstanden, die uns berichtet, dass der König seine Frau gefragt haben soll, was sie denn unter dem Mantel trage, worauf sie ihm antwortete, Rosen, mein Herr. Und als er den Mantel öffnete, fand er statt der für die Armen eingepackten Brote lauter frische, duftende Rosen und dies mitten im Winter. Über die heilige Elisabeth wird auch in einer anderen Legende
Bilder berichtet, der zufolge sie einen Kampf zwischen den Heeren ihres Gemahls und ihres Sohnes, des Thronfolgers, verhindert haben soll, indem sie sich allein und unbewaffnet zwischen die beiden Heere stellte und nur einen kleinen Esel ritt. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie sich in den Konvent von Santa Clara in Coimbra zurück, wo sie bis zu ihrem Lebensende verblieb. Nachdem der Papst den Templerorden, der aus kriegerischen Mönchen bestand, die seit der Regierung von Donna Teresa in Portugal weilten und in ganz Europa verfolgt wurden, ausgelöscht hatte, trat der König Dom Denis, der Gemahl der heiligen Elisabeth von Portugal, für diese ein und gründete einen neuen Orden, den Christusorden, auf den auch alle Besitzungen und Güter der mächtigen Tempelritter übertragen wurden. Als Dom Denis entlang der gesamten Atlantikküste von Portugal Pinienhaine pflanzen ließ, um zu verhindern, dass der von der Küste durch den Wind herangewehte Sand die bestellten Felder beschädigte, konnte er nicht ahnen, dass diese Pinien in Zukunft dem Bau von Karavellen und Galionen dienen würden, welche die Portugiesen zur Entdeckung von neuen Welten brachten. Daher wurde er auch der Schiffepflanzer genannt, nach den Schiffen, die sich einen Weg durch die Meere des Atlantik Richtung Süden bahnten und deren Segel das Symbol des Kreuzes trugen, das einst das Symbol der Templer gewesen war. Der Christusorden spielte bei den portugiesischen Entdeckungen eine wesentliche Rolle, und zwar in Form seines Großmeisters, Infante Dom Henrique. Dom Denis wurde auch als der Troubadour-König bekannt, da er der Autor der mittelalterlichen lyrischen Lobgesänge Cantigas de Amigo war. Im Jahr 1384 fiel der König von Kastilien in Portugal ein und belagerte Lissabon 5 Monate lang. Dom João bekämpfte mit Unterstützung von Condes d'Avel des Königreichs, dem obersten Anführer des Heeres Dom Nuno Alvarez Pereira, die Kastilianer und besiegte sie in Atoleiros. Später kommt es zu einer neuerlichen Invasion mit einem noch mächtigeren Heer, das aus 32.000 Männern besteht. Die entscheidende Schlacht wird in Algeciras am 14. August 1385 gekämpft. Dom João I. und Dom Nuno Alvarez Pereira befehligen nur 7.000 Soldaten. Auf einen Portugiesen kamen 4 bis 5 Kastilianer, aber sie führten auf dem Schlachtfeld eine neue Taktik ein, das sogenannte Viereck. Binnen kurzer Zeit waren die Kastilianer geschlagen. Die Unabhängigkeit Portugals wurde auf dem Schlachtfeld von Aljubarrota neuerlich gefestigt. Dom João I. war der Gründer der 2. Dynastie der portugiesischen Monarchie. In dieser Dynastie erreichte Portugal seinen absoluten Höhepunkt in der Geschichte. Es kam zur Entdeckung fast aller noch verfügbaren Länder, die auf dem Seeweg erreicht werden konnten.